Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir, so Maxi, und wir sind im dritten Jahr von Lego Harry Potter angekommen. Sehr gut, der Chor hat gesungen, wir haben nicht viel davon gehört, das macht überhaupt nichts. Oh, ja, Krummbein ist auf jeden Fall scharf auf Kretze. Das wird bestimmt noch lustig. So, da bin ich jetzt gespannt. Wie geht's weiter? Wir sind wieder in Hogwarts. Welche Überraschung. Ja, okay, das geht auch wieder. Kann man hier wieder was sammeln? Nein. Oh, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Okay, dann geht's gleich damit los. Sehr gut. Oh Mann. Ein Irrwicht. Oh oh. Der zeigt die größten Ängste der Leute, die davor stehen. Na, da bin ich ja gespannt. Ridiculous. Zack. Man muss sie mit Gelächter verjagen. Und das scheint jetzt unsere Aufgabe zu sein, oder? Also wir sollen auf jeden Fall den Zauber lernen, würde ich mal schätzen. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig ist. Ach so. Okay. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, was dieser komische Zauber ist. Ah! Seht ihr, da können wir was machen für Punkte. Ja, chill mal eben. Da. Sehr gut. Ich will erstmal die Fackeln machen. Ja, hier kommen noch ein paar raus. Ich mache jetzt die Fackeln und dann machen wir den Irrwicht platt. Richtig? Richtig. Perfekt. Braucht er jetzt noch? Ah, da ist er. Wer ist das? Ah, okay. Station Guard. Nehmen wir den. Ja, cool. Ah, Hermine kann jetzt also auch Krummbein. So. Hä? War das jetzt richtig? Okay. Na dann. Ich hasse dieses Spiel. Okay, wir sind wieder hier. Ja, genau. Den müssen wir besiegen. Und den genauso. Ja. Sehr gut. Ja. Hey! Weg damit. Okay, Hermine hat alle geschafft. Ron mag keine Spinnen. Ja, perfekt. Okay. Jo. Nochmal Spinnen. Sehr gut. Alles klar. Und noch einmal. Zack. Ja, der ging nach hinten los. Und Ridiculous haben wir gelernt. Perfekt. Unser Rad füllt sich immer weiter. Wir sind ja auch mittlerweile schon im dritten Jahr. Sehr gut. Harry darf nicht drankommen.
Denn da hat irgendjemand Angst, dass da Lord Voldemort rauskommt, aber was soll's. Hey, Moment, hier kann Hermine was machen. Moment, irgendwas geht hier nämlich noch auf. Kriegen wir hin. Bäm. Und, was passiert? Irgendwas haben wir bekommen. Aber keine Ahnung was. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es scheint ein Buch zu sein. Okay. Also suchen wir jetzt noch Bücher. Oder ist ja nett. Aber eigentlich will ich doch jetzt nicht Bücher suchen. Ja. Das war auch kein Buch. Hier ist eins. War das auch eins? Nee. Warum war das nicht das Richtige? Das liegt genauso. Ja, geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Ich will nur mal sehen, ob wir hier noch irgendwo so ein Buch. Tatsache. Ach, und da liegen noch zwei. Seht ihr es? Okay. Ne, da sind es doch nicht, die hier. Aber irgendeins ist es doch hier noch. Irgendeins muss jetzt hier noch rumliegen. Was wir zum Fliegen bringen müssen. Na los. Wir werden es finden. Wir werden es finden. Außer es ist irgendwo versteckt. Dann nicht. Ha! Schaut euch das an. Sehr gut. Und da haben wir jetzt nichts für bekommen. Das ist ja schwach. Dabei haben wir uns so angestrengt, dass jetzt... Ah, doch. Haben wir. Wer ist das? Pavati Patil. Alles klar. Pavati Patil kommt jetzt mit in unsere Verwandlungskartei, will ich mal nennen. So. Blümchen. Ich weiß nicht warum, aber es scheint Sinn zu machen. So. Okay, wo geht's jetzt hin? Wie geht's weiter? Geht's hier weiter? Ja, Tatsache. Aber nicht da hoch, sondern hier lang. Okay. Was müssen wir denn da jetzt wieder machen? Ah, okay. Reticulus anwenden. Ja. Sehr gut. Kriegen wir jetzt was? Ein Schlüssel. Sehr gut. Yeah. Das war ja einfach. Perfekt. Und raus mit uns. Oder rein mit uns. Raus mit uns. Was kommt denn jetzt? Ach, Leute, wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt Wahrsagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann ja nichts werden. Okay. Wir sind jetzt mal nicht voreingenommen. Das Gute ist, wir haben jetzt eine Katze hier zum Graben und die werden wir wohl auch brauchen. So, wo ist Krummbein? Hier ist Krummbein. Ja, du bist ein guter Krummbein. Okay, da war jetzt nur ein blauer. Wir brauchen aber die Gegenstände für den Zaubertrank, Krummbein. Wie sieht's damit aus? Wie sieht's da aus? Ich kann schön springen. Okay, auch nicht. Ich hätte gedacht, da kommen jetzt hier ein paar Gegenstände raus, die wir für den Zaubertrank brauchen. Aber okay. Ja, hier graben wir auf jeden Fall was aus. Das ist auch gut. Ihr seht, wie nützlich das ist, eine Katze zu haben. Ich bin definitiv ein Katzenmensch. Allerdings habe ich auch nichts gegen Hunde. Ich will sie nur nicht haben. Ja, sehr gut. Ist jetzt hier noch irgendwas? Nein. Okay. Dann scheinen wir uns das ganze Zeug wieder zusammensuchen zu müssen. Wunderschön. Beziehungsweise wahrscheinlich auch müssen wir fliegen. Hä? Okay. Hey, das ist ja cool. Da können wir gleich alles kaputt machen. Aber ich weiß nicht, wozu wir hier jetzt fliegen müssen. Wozu? Nein, nicht da rein.
Weil hier kommen wir ja auch nicht durch. Ah, cool. Ja, also so finden wir auf jeden Fall... auch das, was wir suchen. Ja, gut, okay. Man muss also nicht unbedingt fliegen. Ich weiß, wo das Zeug ist. Hier noch einmal. Im Gebüsch, hoffentlich. Ja. Genau, und da haben wir alles für den Stärkungstrank. Hervorgezaubert. Ich habe keine Ahnung, warum hier das die Besen da waren. Wahrscheinlich, um Spaß zu haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Und das letzte Teil. Allerdings weiß ich dann jetzt auch nicht, was... Okay, was hat es damit auf sich? Hm, wer weiß. Wir stärken uns erstmal. Das haben wir im ersten Jahr von Professor Snape gelernt, wie wir das machen. Und ziehen hier mal an der Leine. Dann geht das Tor hier auf. Ah, alles klar. Minecraft lässt grüßen. Das konnte ich noch nie. Hey, das ist ein Vierfachmann geworden. Okay. Wunderschön. Wie fliege ich hoch? Ah, okay. Okay. Warum kannst du nicht einfach durchfliegen, Harry? Ich habe keine Ahnung, wie man runterfliegt. Hey, ohne Mist, Leute, das Fliegen ist nicht einfach. Ja, ja, ja. Minecraft. Ja. Irgendwie kriegen wir das hin. Bam. Bekomme ich halt. Stopp, da oben ist noch ein Schnatz. Harry, was willst denn du hier unten? Schnapp dir den Schnatz. Der will nicht geschnappt werden. Okay, dann halt nicht. Gut, dann nicht. Hüpf. Irgendwas hat es ja anscheinend jetzt gebracht. Aber auch nicht. Weiß ich nicht. Ach, alles klar. Deshalb ist es zum Viersafttrank geworden. Wir brauchen... Ich habe gar nicht geguckt, wen wir freigeschalten haben. Das bringt uns doch aber gar nichts. Also ich kann gerne wieder auf Justin gehen. Aber das bringt uns ja gar nichts. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier ist. Was ist das? Okay, ja, keine Ahnung. Wir gehen mal auf Justin. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ist der irgendwie... Ja, bevor... Ich hab keine Ahnung. Irgendwas muss das Teil ja auch können, oder? Das hat auf jeden Fall schon mal die Lehrerin zur Seite gerannt. Oh! Hey, es lässt Pilze sprießen. Das ist natürlich auch lustig. Und wozu? Keine Ahnung. Also erstmal machen wir die kaputt. Weil ich nicht weiß, wofür die Pilze gut sind. Ja, ich habe den Vielsafttrank gebraut, aber ich kann mich nur in Justin verwandeln. Bringt's irgendwie nicht. Nee, das bringt's auch nicht. Okay. Dann vielleicht doch nochmal auf den Besen. Vielleicht sollten wir doch den Schnatz fangen. Warum... Warum kann Ron nicht hochfliegen? Weil das nur Harry kann, okay. Dann sollen wir vielleicht doch den Schnatz fangen. Hallo? Was hat das damit jetzt auf sich hier? Irgendwas muss das ja... Muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Was bringt mir das Teil? Was zur Hölle bringt mir dieser Pilz?
Da hat was geleuchtet. Moment. Okay, das hat's jetzt auch nicht gebracht. Oh, ist das der Ernst? Ist das der Ernst? Okay, ich hatte einfach nur den falschen Zauber ausgewählt und anscheinend, wenn man die Blumen hier ranhängt, ach Mann. Ist gut. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt den Biersafttrank genommen habe. Ja, egal. Egal, wir gehen jetzt zu Wahrsagen. Wir schauen mal, was in unserer Tasse steht. Okay. Ja, guck mal rein. Keine Ahnung, was das sein soll. Hey, ein Vogel. Oh, der Arme. Sie scheint wohl was zu können. Keine Ahnung was, aber... Ach, kommt, haltet die Klappe. Die nerven ganz schön. Wer kann das eigentlich? So, wir sollen jetzt anscheinend irgendwas mit den Teetassen machen. Nein, das nicht. Das auch nicht. Ja, die leuchtet nämlich. Okay, Nummer 1. Wo waren jetzt die anderen? Allen solche überdimensionalen Teetassen. Bäm! Ja, Hermine? Wir brauchen dich mal kurz, da fehlt bestimmt noch was. Ist machbar. Und auf damit. Sag ich doch, da fehlt noch was. So, nächste Teetasse. Tea Party. Fehlt nur noch der verrückte Hutmacher. So. Ja, keine Ahnung. Ich hole mir jetzt erstmal trotzdem. Auch wenn es hier nicht um die Punkte geht. Wir haben schon über 1 Million. Irgendwann brauchen wir den nämlich auch. Und zwar dann, wenn wir uns solche Steine kaufen wollen. Von daher ist das nie verkehrt. Komm, du siehst auch aus, als wäre da was. Okay, da ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Gut, dann wahrscheinlich da hinten dieser Teetassenhaufen. Genau. Dachte ich mir doch. Nächste Tasse. So, auf geht's. Jetzt wird ein bisschen Futterwacken gemacht. Wer von euch kennt Alice im Wunderland? Und wen erinnern die Tassen auch daran? Toll, jetzt hat sie die kaputt gemacht. Ein X. Ron? Ein Fragezeichen. Okay. Und Harry? Na los. Ein Elefant? Ich hätte ja Elefant gesagt. Ha, und jetzt ist es ein Hund geworden. Yay! Okay, es ist der Grimm. Und der Grimm, der soll wohl ein Omen des Todes sein. Wer den Film gesehen hat, stellt euch einfach die Stimme vor. Es ist Omen des Todes. So, ungefähr. Wir schauen jetzt mal noch, in welche Richtung wir jetzt müssen. Da schläft jemand. Hey, was geht? Ach, der Troll. Na Mensch. Bist du auch noch da? Was hat der für ein Problem mit uns? Ja, keine Ahnung, da will sich wahrscheinlich nur wieder hinlegen. Okay, später. Später mehr zum Troll. Der Nick wartet schon auf uns. Hallo. Ah ja, es geht raus. Und ich habe da eine kleine Vermutung, wo es hingeht. Es wird wohl zu Hagrid gehen. Und zu Pflege magischer Geschöpfe. Habe ich jetzt so die Vermutung. Allerdings... Ja, allerdings würde ich sagen, das machen wir das nächste Mal. Warum auch immer, dass es hier dunkel ist. Hey, ein Dementor. Alles klar. Wir machen es das nächste Mal.
Und irgendwie habe ich hier schon immer meine Folge beendet. Ah, Dementor, Dementor. Ich gehe mal hier hin. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, das nächste Mal stehe ich nicht so auf dem Schlauch. Bis zum nächsten Mal hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Macht's gut und tschüss.